Let's rock, baby. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Devil May Cry 2, Part 4. Ja, mal gucken, ob es das Finale ist. Wir haben ja schon mal die Hell Party hier uns angetan und dann wollen wir mal gucken. Mission 16. Wir haben nicht mehr lang, nur noch 3 Missionen. So, ich habe garantiert schon mal geguckt. Ich sag ja, ich mach das lieber. Ja, ich werde nochmal sozusagen das Leben. Also das Leben hier nochmal aufwerten. Und jetzt bin ich hier. Warte. Geht ja gleich gut los mit einem herzlichen Empfang. Ja, ein sehr herzlicher Empfang. Ich brauche Orbs. I need Orbs. Orbs. I need Orbs. To improve my life bar. It's not enough. It's not enough. Tatsächlich ist nicht genug. Deswegen ist die Aufwertungsstatue hier. Aufwertungsstatue hier nicht richtig. Jojojo. Oh, 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 oh. Nee, hauen ist besser als schießen. Das haben die schon besser hinbekommen in den neuen Teilen. Ja, mein MacGuffin. Yeah.
Moment, habe ich genug? Damit wird eine Verzerrung erzeugt und unsere Welt der Dämonenwelt näher gebracht. Okay. Ich gehe nochmal hier rum. Ich brauche Orbs. Hey, ein voller Kristall und mehr Leben. Geil. Habe ich es jetzt tatsächlich einmal durchgezogen hier? Moment. Geht's denn jetzt hier weiter? War das jetzt nur um hier? Oh Mann. Oder muss ich echt zurück zum Fahrstuhl wieder? Ach so, ja. Ja. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Jetzt ist alles fucked up, oder? Orbs. Ich meine, es ist eine nette, also was Abwechslung angeht, kriegt das Devil May Cry ziemlich gut hin. Also Devil May Cry 2. Ah, hier ist das fucked up. Daran kann ich mich wohl erinnern. Oh, schon wieder der Typ. Okay, let's go. Yeah!
Haben wir den hier endlich besiegt hier? Und ich glaube, von ihm kriegen wir auch die Waffe. Das dicke Schwert. Da wurden mir wieder Steine hingelegt. Und noch ein Sacrificer. Oh, mehr kriege ich hier nicht, ne? So, das war jetzt sozusagen nur Boss Room. Um wieder zurück zu kommen. Ja, Räume, die sich verschieben. Ja, wie gesagt, die kleinen Ideen, die muss man... Na los! Gib mir die Orbs! Ich meine, ich muss nicht kämpfen mit denen. Kill Rooms, yay! Und dabei wollte ich nur hier reinschauen. Ich meine, das hat ja alles einen Sinn. Ich meine, ich habe weiter nicht hinten geguckt, schade. Aber was willst du tun? Gehen einfach weiter. Geht's hier weiter? Soll es hier weitergehen? Oh, was ist das? Ah. Item. Ach, jetzt wird's expensive. Alles klar. Alles klar, ich brauche die nächste Zeit überhaupt nicht reingucken. Einfach nur sparen, sparen, sparen. Okay.
Müssen wir jetzt hier einfach nur rausgehen oder was ist hier los? Soll ich hier überhaupt hin? Bin ich hier überhaupt richtig? Das ist jetzt die Frage. Ja. Gucken schadet nicht. Nö. Da bin ich jetzt einfach mal. Oh, und hier kann man immer. Ja, da habe ich mich jetzt, glaube ich, echt durch den falschen Weg gegangen. Hier soll ich nicht hin. Dass das da überhaupt geht. Ja, dann nochmal zurück. Jo. Nein. Nein, 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 Leute. Nein, nein, heute nicht. Nein. Ich weiß, ich verrohr's. Aber ich habe keinen Bock drauf. Hier muss ich hin. Wait a moment. Ah, das sieht anders aus. Das sieht schon anders aus. Die Boys werden hier gleich. Okay, come on. Vier auf einmal. Da bin ich mit dabei. Jupp, easy job, easy job. Ja, okay, ja, und jetzt? Ja, muss ich hier einfach nur was? Okay. Habe ich jetzt irgendwas nur beschworen? Zurück oder so? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder was? Fehlt mir irgendein Item? Ja. Naja, weil das ist der Weg, genau. Und das ist anscheinend nur der Weg zurück. Oder ist es der Ball? Ja. Da komme ich her. Ja, ja. Und da ist der Weg wieder. Ja.
Okay, ja, also. Ja, what's the deal, man? What's the deal? Ja. Moment, ich muss mich mal schlau machen. Kurze Pause. Okay, da bin ich wieder. Oh Mann, Leute. Das ist einfach nur mal the fucking way. Wir müssen einfach wieder zurück. Habe ich mich jetzt in einer Sackgasse manövriert? Das geht? Nee, nee, nee. Ach, hier ist der Raum. Hier ist der Raum, den ich suche. Mann, weil hier gibt's eine Tür. Die habe ich komplett übersehen. Die hier. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay, einer ist durchgeglitscht anscheinend. Den nehme ich später. Ah, Double Face. Ja, klar.
Oh Mann, das wird schwierig. Aber wir haben ja noch Golden Orb, ne? Komm schon! Naja, komm! Sterben kann man ja hier wohl, also... Das ist jetzt hier kein Programmplay. Jo! Da haben wir ja richtig viel Zeit verbrannt. Next Mission. Ja, es geht ja auch Richtung Finale hier, ne? 17. Vorletzte Mission, Baby. Das Böse muss besiegt werden. Ach ja, jetzt will er das beschwören. Entschuldigung. Ja, jetzt beschwert er das Tor zur Hölle, Baby. Yes. What? What's going on? Is there a problem? You? Ja, ich. Is that the medallion? You switched it? A false coin for a false god. Showtime. Ja, ich muss gegen die kämpfen. Wo ist er?
ist er. Sterblich, okay. Scheiße! Scheiße! Yep, continue. Oh Mann, da sind wir einmal richtig komplett gestorben. Ja, hätte ich gleich so angefangen, wäre nichts los. Bam. Ja, warum nicht gleich so, ne? Doch. Ich glaube nicht. King? Yeah. Here's your crown. Oh. Nee, 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 nee. Next Mission, Leute. You defeated Marius. Naja, nicht ganz. There's just one thing left. Kill me. Kill me and everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Videmarly.
The ones who have the blood of the devils. But the truth is, I was created by Arius. I could become a monster and attack the humans at any time. Now, kill me. It's your job to hunt devils. Was incomplete. But the door to the demon world is... Wait. What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. You want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Let's go! Argyle sucks, baby. Ja, und das ist das, was Devil May Cry 2 die ganze Zeit hier aufbaut. Der Jäger wird seinen Vorgänger übertreffen. Aber habe ich denn genug? Ja. Ja, Vorsicht ist der Mutter der Porzellankiste. Okay, let's go, baby. Besiegen wir den Nachkommen von ja. Ach ja. Ein alter Bekannter. Oh Mann, Alter. Ah, ich dachte, ich stehe im toten Winkel. Verdammte Scheiße. Mann, bin ich schlecht.
Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, shit. Yeah, keep rocking, baby. Habe ich irgendwo noch? Oh shit, moin. Ich sammle mal Leben. Ich habe mal irgendeine Reihenfolge gehabt, wo ich das besser gemanagt habe. Okay, come on, Alter. Jo. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, meine Damen und Herren, aber ich mach's ganz gemütlich. Los, komm schon. So. Chaos. Argus Sax. Der rechtmäßige Nachfolger von Mundus. Let's go. Das wird jetzt ein sehr langer Kampf.
Ja, das hätte ich besser managen sollen. Oh, das hätte ich besser managen sollen. Und I'm dead. Okay, das war echt blöd gemacht. Das war echt blöd gemacht. Aber sterben... Oh, das ist nett. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Okay. Okay. Okay, warte. Ja, komm mal. Tu mir ein bisschen Leben, Baby. Ah, da ist Leben. Oh, Mann. Bam! Hab ich's! Mann! Und das ist der Moment, wo unser Dante hier Sparta übertrifft. Geiler Move, gleich. Ich glaube, das ist auch der einzige Moment, wo Dante in diesem Spiel lacht. Und so wurde Dante zum legendären Demon Slayer, Dante. Let's go all the way to hell. Yo, meine Damen und Herren. Total Results. Ja. Ja, das war jetzt ein bisschen, ne? TTT, BBB, ja. Da sind wir sowieso nicht so ganz genau. To the title screen. Next Challenge, Lucia Disc. Nope, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Und ja, das wär's mit Devil May Cry 2. Das war der finale Part. Ja, ich hoffe, es hat euch zumindest irgendwo Spaß gemacht, genauso wie mir. Es war doch wieder eine interessante Erfahrung. Man merkt, dass am Ende des Games so ein bisschen, ja, eine Richtung gefunden wurde, weil, wie gesagt, Hideaki Tsuno kam sehr am Ende zu der Entwicklung hinzu und ja, hat versucht, irgendwie das Game zu retten.
Auf jeden Fall ist Devil May Cry 2 trotz all dem nicht der beste Teil der ganzen Reihe. Es ist auch kein absoluter Unfall, aber was soll man sagen? Ja, das wäre die Dante-Disc, die haben wir durch und die wollten wir auch nur durchmachen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst auch ein Like da und einen Kommentar. Ja, und wenn ihr mehr Devil May Cry Zeug sehen wollt oder mehr Singleplayer-Content, klickt doch nachher auf diese Playlist von der Playstage. Da habe ich Resident Evil, Sayonara Wild Hearts und Parasite Eve 1. Und auch den ersten Teil von Devil May Cry habe ich durchgespielt. Ja, und ja, ich würde sagen, ich bin EK, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt Devil May Cry 3, Dante's Awakening. Bye bye und auf Wiedersehen.